Salam, Hayam, Chazarim, Boker Tov, guten Morgen. Heute wieder ein schönes guten Morgen aus Haifa. Ich bleibe hier noch ein paar Tage, noch bis nächste Woche. Bin gespannt, was alles noch zu erleben ist, aber heute möchte ich weiter über Bewahrung sprechen. Das Thema Jerusalem ist immer ein besonderes Thema und ich habe nicht geplant, darüber zu sprechen eigentlich. Aber die Tagesaktualität, die ewig dauernde, die hat mich doch erreicht. In Israel spricht man doch ziemlich viel darüber, natürlich weltweit. Die Anerkennung von Jerusalem seitens der USA als die Hauptstadt, ja, hat die ganze Welt in Aufruhr gebracht. In Israel schmunzelt man, ja, eigentlich ist es ja unverständlich. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind erfahren habe, ja, das war für mich unfassbar. Da sprach irgendein Erwachsener, der war zu Besuch damals bei meinen Eltern, und der sprach mit meinen Eltern und sagte, na, Jerusalem, nee, das ist nicht die Hauptstadt, Tel Aviv ist die Hauptstadt. Ich weiß nicht mehr warum, ich kann mich nur an diese Worte erinnern. Und ich konnte gar nicht abwarten, bis er geht. Und dann fragte mein Papa, na, was meint er damit? Jerusalem ist nicht unsere Hauptstadt, Tel Aviv ist. Ich habe die Welt nicht verstanden. Und damals lachte mein Vater, Gott hab ihn selig. Er sagte, hör nicht auf ihn, natürlich ist Jerusalem unsere Hauptstadt, ist Jerusalem, war schon immer. Aber Fakt ist, dass wir eine abstruse, ja, Situation haben, dass die Welt uns vorschreiben möchte, welche Hauptstadt wir haben. Ja, ich hatte im Laufe der Zeit auch andere Diskussionen, dann nicht mehr als Kind, aber ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, sondern über die Bewahrung. Ja. Fakt ist, dass der Heilige Gelob, sei er über Jahrtausende, diese Stadt bewahrt hat. Auch der Tempel wurde zerstört und auch noch einmal wurde das, also der erste, der zweite. Furchtbare Sachen sind da passiert. Aber es gab keine Zeit, wo die Stadt unbewohnbar blieb. Und niemand zweifelte daran, dass das eine jüdische Stadt ist. Und jetzt haben wir seit der Gründung des Staates natürlich die Jerusalem als unsere Hauptstadt, ist überhaupt keine Frage. Und es gab einen Verteidigungskrieg, das ist nämlich der Sechstagekrieg, war kein Aggressionskrieg, sondern Verteidigungskrieg, man wollte ja Israel vernichten. Und in diesem Zuge wurde, so heißt es dann in unserem Sprachgebrauch, die Stadt wieder vereinigt. Ja. Wurde erobert aus der Hand des Feindes, der uns übrigens damals nicht zugelassen hat, dass wir am Kotel beten konnten. Die Leute wurden schlicht und einfach abgeschossen, wenn sie beten wollten. Und es war eben Israel, das den freien Zugang zu allen verschiedenen Religionen in Jerusalem gewährleistet. Auch bis heute noch. Nun gibt es natürlich unter Bewahrung vielleicht verschiedene Verständnisse, aber Bewahrung der Hauptstadt Israels, die ist nur möglich gewesen aufgrund einer höheren Vorsehung. Anders ist nicht zu erklären. Und Jerusalem hat auch eine besondere Bedeutung am Ende der Zeit. Im Krieg Gog und Magog wird eben diese Stadt zum Taumelbecher. Und ich habe hier die Stelle ausgesucht, aus Sacharja 12, 1 bis 6. Man kann auch mehr und andere Stellen, aber ich habe hier genau diese Stelle ausgesucht. Vortrag des Wortes des Ewigen über Israel, Spruch des Ewigen, der die Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und gebildet hat, den Geist des Menschen in seiner Brust. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Jehuda, dass eine Belagerung sein wird gegen Jerusalem, und es geschieht an selbigen Tage, mache ich Jerusalem zum Laststeine für alle Völker. Alle, die ihn aufladen, werden sich daran zerschneiden, und es werden sich roten, und dasselbe all die Völker der Erde. An selbigen Tage, ist der Spruch des Ewigen, schlage ich jegliches Ross und Schwindel und dessen Reiter mit Wahnsinn. Also, dann schlage ich jegliches Ross mit Schwindel und dessen Reiter mit Wahnsinn. Und darüber, dem Hause Jehuda, habe ich meine Augen offen. Und über dem Hause Jehuda habe ich meine Augen offen und jegliches Ross der Völker schlage ich mit Blindheit. Und die Fürsten Jehudas sprechen in ihrem Herzen,
Eine Stütze sind mir die Bewohner Jerusalems durch den Ewigen, der Herrscher an ihren Gott. An selbigen Tage mache ich die Fürsten Jehudas wie ein Glutbecken unter Holz und wie ein Feuerfackel unter Garben, und sie verzehren zu Rechten und zu Linken all die Völker ringsum. Jerusalem bleibt fortan an seiner Stätte in Jerusalem. Sondern dass dieser letzte Satz, und Jerusalem bleibt fortan an seiner Stätte in Jerusalem. Jerusalem bleibt in Jerusalem. Ha, das ist eine tolle Geschichte. Aber vielleicht bei Gelegenheit werden wir das noch genauer betrachten. Hier einfach nur so viel. Es gibt eben oberes Jerusalem und unteres Jerusalem. Und wenn alle Dinge wiederhergestellt sind, dann ist es natürlich so, dass oben und unten zusammengehören wie Seele und Körper. Ja, so einfach kann man das versuchen, in Anführungsstrichen einfach zu sagen. Ja, was wir hier hören, ja, dass alle um Jerusalem sich sammeln, und man kann sagen, dass es der Krieg von Gog und Magog ist, und die Völker haben sich eben die Hauptstadt als der Grund für den Streit, für den Krieg ausgesucht. Jeder möchte die Macht haben. Nun haben sie sich zusammengerottet aus einem bestimmten Grund. Sie haben gesagt, gegen Ägypten, das war nur eine Nation, da konnten sie bestehen. Ja, da hatte Gott sie doch rausgeführt. Aber wenn wir alle zusammenhalten, alle Völker zusammen, dann kriegen sie das nicht hin. Dann wird Gott sie auch nicht retten können. Also diese Anmaßung straft Gott auf eine bewährte Art und Weise. Diese Verwirrung, die schon zu Babel begonnen hat, wisst ihr, da gab es schon mal was. Die große Sprachverwirrung. Das ist das, was man verkennt vielleicht im ersten Blick. Da war was. Da war ja eine Stadt gebaut worden und ein Turm, ein künstlicher Turm. Und Gott hat nicht zugelassen, dass dieser Turm fertiggestellt wird. Und die Menschen wurden zerstreut, weil ihre Sprache verwirrt wurde von Hashem. Der Punkt ist, dass dieser Turm praktisch ein künstlicher Berg war, der gegenüber dem natürlichen Berg, dem Berg Gottes, auch geschüttet, sozusagen gebaut wurde. Ja, das ist Berg Moria. Auf dem Berg Moria war die Stadt Schalem von Melchizedek, und dort residierte also der königliche Fürst, der königliche Priester von Hashem. Und Nimrod, so war er, der wollte eben über die Welt herrschen von seinem Berg. Er hätte dann auf seinem künstlichen Turm dann einen Tempel gebaut am Dach, und dort hätte er den Feuergott angebetet, und er wäre der Hohepriester und König, eben der Rebell an sich. Und die Sprachverwirrung, die hat nie aufgehört, und die geht weiter. Und auch diese Sprachverwirrung wird sich im letzten Krieg gegen Gog und Magog praktisch dann vollenden. Denn sie werden sich trotzdem irgendwie sammeln, die 70 Völker. Aber der heilige Gelobseher wird jeden Ross und jeden Reiter mit Verwirrung schlagen. Und Ross und Reiter, man sollte hier nicht unbedingt immer an Pferde denken und Kutschen und solche Dinge, sondern schlicht und einfach jeder Macht und jede Herrschaft und jede Gewalt. Ja? Also Armeen, Regierungen und beziehungsweise Nationen und ihre Chefs und ihre Regierungen, Armeen und ihre Generäle, das sind Rosse und Reiter. Und diese Verwirrung wird der Grund dafür sein, dass sie auch sich gegenseitig misstrauen. Und schließlich und endlich hat der heilige Gelobseher dafür gesorgt, dass Juda dann besonderes gestärkt wird. Und das Kennzeichen von Juda wird ja sein, dass sie ihren Sieg, den sie erringen werden, nicht auf ihre Macht zurückführen, sondern sie danken dann und anerkennen, dass das die Bewohner von Jerusalem waren, durch deren Verdienst sie dann diese Gnade erleben durften. Also die Einheit zwischen Jerusalem und Juda wird dort perfekt sein. Und diese Einheit ist wie zwischen Körper und Kopf. Und so könnte man das sagen. Ja, ja. Der heilige Gelobseher, er ist derjenige, ja, der die Macht des Volkes stärkt. Er hat dafür gesorgt dann und wird dafür sorgen, dass Jerusalem nicht nur überlebt, sondern auch als Siegerin über alle ihre Hascher dasteht.
So, wenn das keine Bewahrung ist, wenn das keine Zusage ist, dann weiß ich auch nicht. Und für all diejenigen, die eingeproppt sind in Israel, für euch, für uns alle, sollte die Wiederherstellung Jerusalems ein ständiges Gebet sein. Ja. Der Krieg wird kommen, so Gott das entscheidet. Ich bete immer dafür, lieber nicht. Ja, wenn Hashem entscheidet, wird es schon so kommen. Ich aber muss nicht dafür beten, dass es Kriege gibt. Und der Heilige Jelob, er möge sein Volk bewahren und das Böse von seiner Städte ausrotten. Möge der Mashiach bald wiederkommen und uns aufrecht nach Hause führen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es irgendwie doch vorankommt. Und schaut, ja, dass ich das erleben darf, dass wir das erleben dürfen, dass Jerusalem anerkannt wird als Hauptstadt, auch von den Völkern, und zwar von der wichtigsten Nation unter den Völkern. Das ist schon was Besonderes. Ja. Man kann vieles sagen über Herrn Trump. Ja. Ich bin nun kein Fan von ihm. Aber an der Stelle hat er richtig Größe bewiesen. Und das muss man ihm auch zugute kommen lassen. Und der Heilige Jelob sei es treu und wird es auch tun. Möge Hashem die Lebenstage von diesem Mann verlängern und ihm viel Freude geben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder zusammenkommen. Shalom Hayom, jetzt aus Reifa. Bis bald.